Ahoi Kapitäne, herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ja, heute mal wieder, es ist wieder Sonntag, ihr wisst es, mal wieder ein bisschen was anderes und zwar ein bisschen Bauspaß von Kobi. Heute geht es um den M1A2 Abrams, der Amerikaner, den wir uns heute mal ein bisschen vornehmen. Hat auch eine kleine Geschichte, warum habe ich mir den Abrams geholt? Ja, weil in World of Tanks die modernen Panzer ja jetzt reingekommen sind und ja, ihr wisst, ich bin ein großer Panzerfan. Insofern habe ich mir mal den Abrams von Kobi gegönnt. Bin sonst kein moderner Panzerbauer hier von Kobi, aber das Set hat mich angesprochen, weil sie hier die Proportionen des Abrams ganz gut getroffen haben, finde ich. Ja, die Rückseite gucken wir uns auch nochmal an. Wie sagt der Held der Steine immer, nichts, vor das ihr euch fürchten müsstet. Ja, genau so ist es. Hier sieht man ein bisschen Funktionen. Man sieht einen Teil der Gasturbine. Ja, der Turm lässt sich drehen, ansonsten nichts Spektakuläres bei dem Abrams. Ein bisschen Glow in the Dark, also die Lampen sind auch wieder dabei, die MGs lassen sich bewegen. Eine Minifigur ist dabei, 815 Teile hier im Abrams. Hier steht noch ein bisschen was zur Geschichte. Ich blende euch das mal mit ein. Wer das wissen möchte, kann das Standbild machen. Ja, ansonsten die Verpackung sehr schön gestaltet ist aus der Armored Force Serie. Ihr seht es da. Ja, ich hoffe, da kommt noch ein Bradley mit dazu, dass Kobi mal irgendwann ein Bradley auflegt. Würde sich gut machen neben den Abrams. Die haben ja auch zusammen im Irak operiert. Der Abrams und der Bradley Schützenpanzer würde mir auch sehr gefallen. Ja, ich würde sagen, wir legen mal los mit dem Bradley. Ja, genau, mit dem Bradley, mit den M1A2 Abrams. Ja, schauen wir uns zuerst wieder die Bauanleitung an. Also ihr seht es da, Pad printed, no stickers, also keine Aufkleber, alles bedruckt. Wird nicht so viel sein bei dem Set. Gucken wir uns dann an. Ja, ansonsten die Bauanleitung gewohnt in der Kobi-Qualität. Das Set ist jetzt schon ein Jahr alt. Haben wir hinten ein bisschen Werbung für die Kobi-Hubschrauber. Ansonsten gibt es hier hinten keine Teileliste, da das Set schon ein Jahr alt ist. Ich glaube, die Teileliste gibt es jetzt nur bei den neueren Sets, aber ansonsten lässt die Bauanleitung keine Fragen offen. Die wichtigen Teile, die sich ein bisschen unterscheiden hier in der Höhe, seht ihr, sind nochmal speziell gekennzeichnet hier jetzt von Kobi. Finde ich sehr gut. Also da gibt es eigentlich keine Probleme. Ich habe auch schon angefangen zu bauen. Ich hole euch mal die Wanne hier rüber. Also ihr seht, die Wanne ist schon ein bisschen im Bau. Ihr seht es auch sehr dick wieder, sehr stabil gestaltet hier beim Abrams. Dann haben wir hier schon die Gasturbine. Da gucke ich jetzt mal. Also ihr seht, in der Heckmitte ist das Ende des Abgaskanals. Also das hier wäre der Abgaskanal. Und daneben, das sind die Kühler. Eine Gasturbine wird sehr heiß und verbraucht auch sehr viel Sprit. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie sie das bei World of Tanks umsetzen. Ihr kennt das von der Gasturbine, das typische Pfeifen. Die klingt halt komplett anders als ein Dieselmotor zum Beispiel vom Leopard 2, der doch eher so ein dumpfes Grummeln hat. Die Gasturbine dann so ein höheres Pfeifen. Da bin ich mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben bei World of Tanks dann. Ansonsten seht ihr hier schon mal die ersten bedruckten Teile bei der Gasturbine hier. Dann haben wir hier vorne, wo der Fahrer sitzt. Diese Steinchen sind bedruckt. Und ja, ansonsten gibt es jetzt hier groß noch nichts zu sagen. Hier hinten haben wir den Austritt, das Abgas. Austritt. Insofern gibt es hier noch nichts Spektakuläres bei der Wanne. Das lässt sich hier öffnen, aber da sieht man jetzt nichts da drin. Wie gesagt, da ist der Fahrersitz drunter oder der Fahrer sitzt da normal beim Abrams. Ja, würde sagen, wir machen mal weiter. Ja, die Wanne ist jetzt fertig. Ihr seht es, also auch die Kette ist schon drauf, das Laufwerk. Und die Seitenschürzen, und ich glaube, man erkennt tatsächlich, dass es eine Abrams-Wanne ist. Sie haben es ganz gut getroffen, Kobi. Hier vorne diese schwarzen Steine,
kann ich euch mal zeigen, das deutet hier diese Gummigeschichten an. Ich zeige euch das mal beim Original Abrams. Also ich glaube, man sieht wirklich sehr gut, dass es eine Abrams-Wanne ist. Das haben sie wirklich gut getroffen. Ansonsten bei dem Kettenlaufwerk müsst ihr aufpassen, das läuft auch relativ gut. Ich zeige euch das mal. Also das läuft sehr gut. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr diese Laufrollen hier richtig einbaut, richtig rum einbaut, sonst laufen die schwer auf den Halterungen dafür. Wenn ihr die richtig rum einbaut, dann läuft dieses Kettenlaufwerk hier richtig smart, richtig smooth. Hier hinten könnt ihr den Deckel öffnen zur Gasturbine. Dann haben wir hier hinten noch ein paar Lämpchen. Also man sieht eindeutig, dass es eine Abrams-Wanne ist. Und ja, ich würde sagen, ich baue jetzt mal weiter den Turm. So, ich habe jetzt auch ein bisschen den Turm weitergebaut. Auch der wieder sehr stabil. Ihr seht es hier, also sehr massiv gebaut. Ja, haben jetzt hier schon sehr schön das Wärmebildgerät des Kommandanten hier drin eingebaut. Also diverse Zieloptiken sehr schön nachgebildet. Ansonsten kennt ihr das vom Abrams, das ist hier eigentlich schräger. Das lässt sich aber wahrscheinlich bautechnisch nicht anders lösen hier bei Kobi. Das ist beim Original deutlich schräger durch die Chopham-Panzerung, die ja der Abrams hat. Ansonsten hinten noch mal ein paar Lämpchen. Diese Paneele hier, das sind, wer sich fragt, was das ist so wahrscheinlich die Paneele zur Freund-Feind-Erkennung. Im Irakkrieg wurden dann tatsächlich auch Abrams durch eigenen Beschuss sind die verloren gegangen. Und da hat man dann diese Paneele drauf gemacht. Das gibt es auch auf anderen Fahrzeugen zur Freund-Feind-Erkennung, dass man dann auf der Wärmebildkamera zum Beispiel so einen kalten Fleck hat, nennt sich das. Und ja, da hat man dann hier so einen kalten Fleck gehabt und hat dann daran die eigenen Panzer erkannt. Gibt es also auch auf dem Bradley, gibt es auch, die Briten hatten das dann auch, glaube ich. Ansonsten, ja, der Turm sehr groß, sehr massiv hier von Kobi gebaut. Und ja, machen wir mal weiter. Ja, Freunde, der Abrams ist jetzt fertig und ich glaube, man sieht, dass es ein Abrams-Panzer ist. Ich glaube, ich ist ganz gut geworden. Aber das kennt man ja von Kobi. Kanone ist jetzt auch drin, die L44. Ihr wisst, beim Leopard gibt es sogar schon die L55-Kanone. Also das hier tatsächlich im Abrams eine deutsche Kanone. Die L44 haben die Amerikaner noch drin, weil sie der Meinung sind, dass diese Kanone aktuell absolut ausreichend ist. So war es zum Beispiel im Irakkrieg so, dass sich diese Kanone als sehr effektiv im Durchdringen von T-72-Panzerung herausstellte. So konnten zwei Panzer dieses Typs mit einem einzigen Schuss ausgeschaltet werden, da der Penetrator den ersten Panzer komplett durchschlug und dann noch einen zweiten dahinterstehenden Panzer ausschaltete. Also insgesamt wurde die T-72-Panzerung damit dreimal durchschlagen, was schon gewaltig ist. Und in einem Fall, in einem nachgewiesenen Fall, konnte auch eine 10 Meter dicke Sandbarriere den dahinterstehenden T-72 nicht vor der Zerstörung schützen. Aufgrund der hohen Leistung des Geschosses bekam es den Spitznamen Silberkugel, im Englischen die Silver Bullet. Also es zeigt eigentlich, wie stark diese L44-Kanone noch ist. Wie gesagt, der Leopard, den neuen Leopard haben schon die L55. Also im Grunde genommen ist die etwas länger. Die Kanone, die L55 des Leopard, hat natürlich damit auch noch mal bessere Durchschlagsleistungen. Ansonsten, was gibt es zum Panzer hier zu sagen? Hier haben wir noch mal ein bisschen Ausrüstungsgegenstände. Hier haben wir die Nebelwerfer, die ich jetzt noch mit dran gebaut habe. Dann haben wir hier die MGs,
Ja, hier sehr schön das nachgebildete Wärmebildgerät. Dann haben wir hier den Kommandanten sogar mit drin. Den kann man reinsetzen. Hier hinten haben wir noch ein paar Sandsäcke mit drin. Die sind jetzt bloß so lose reingelegt. Hier hinten haben wir noch mal ein Kettenglied. Wie gesagt, die Luke kann man öffnen. Hier hinten stört jetzt natürlich ein bisschen wegen dem Turm, wo die Gasturbine drin ist. Ansonsten der Turm lässt sich komplett drehen. Ihr seht das. Also auch sehr schön drehen, ohne Probleme, ohne Kratzen, ohne irgendwas. Ich filme euch noch mal von vorne. Also ich glaube, man sieht wirklich richtig deutlich, dass es ein Abrams ist. Ein schönes Modell, finde ich. Werde ich mir hinstellen. Wie gesagt, bin ja sonst nicht der moderne Panzerbauer, muss ich sagen. Aber das Modell gefällt mir ausgesprochen gut, wenn man das mal mit dem Original hier vergleicht. Wie gesagt, hier an der Front sind die Schrägen ein bisschen platter. Das hat man hier so ein bisschen stufig gemacht. Ging wahrscheinlich bautechnisch nicht anders. Vielleicht kommt noch mal ein neuer Abrams raus von Kobi. Mal gucken, da gibt es ja auch einige Versionen noch mit Zurüstsätzen. Bei den Abrams-Panzern würde mich interessieren. Also, ich hätte auch gerne einen Bradley, den sehen wir da hinten. Einen schönen Bradley, weil die beiden einfach immer im Verband, meistens im Irakkrieg, gearbeitet haben. Ja, mein Fazit zu dem Abrams: Ich finde ihn sehr gelungen. Denke mal, sie haben die Proportion des Abrams da sehr, sehr gut getroffen. Und ja, von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung. Was die Preisentwicklung bei Kobi ein bisschen betrifft, da können wir ja auch mal drüber reden. Die Preise bei Kobi stark angezogen, muss ich sagen. Das Modell ist jetzt schon ein Jahr alt, also hier geht's noch. Aber mittlerweile die neuen Modelle preislich doch sehr stark angezogen. Man muss aber auch sagen, dass die Modelle auch immer besser werden. Man sieht das hier bei dem Tiger. Da freue ich mich auch schon drauf, den zu bauen. Und natürlich auch die Belfast. Was ich zur Belfast noch sagen kann, hier, ihr seht diesen Brückenbereich, der gefällt mir überhaupt nicht. Da sind überhaupt keine Fenster drin. Werde ich wahrscheinlich, wenn ich dann die Belfast baue, mal gucken, versuchen, ein bisschen was umzukonstruieren. Weil ihr kennt das von unserer Belfast aus dem Spiel. Die hat doch einige Fenster. Mal gucken, vielleicht kann ich da was umkonstruieren. Bin ich mal gespannt. Ja, ansonsten soll es das gewesen sein zum M1A2 Abrams. Bin mal gespannt, wie sie es jetzt bei World of Tanks umsetzen. Deshalb habe ich mir das Ding hier gekauft. Und ja, das soll es an der Stelle mal wieder gewesen sein. Ein kleines Video zum Sonntag. Ein kleines Kobi-Video. Wie gesagt, von mir eine klare Kaufempfehlung des Abrams. Wer auf Panzer steht, kann sich das Modell gerne gönnen. Und ja, euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. In dem Fall immer, ja, Sand unter der Kette. Keine Ahnung. Und wir hören uns im nächsten Video. Also bis dahin, euer Playguru. Haut rein. Tschüssi.